Was haben Astralenergie, Gummipunkte und Sonderfertigkeiten gemeinsam? Sie stehen alle auf meiner Top 10 meiner Lieblingsrollenspiel-Regelmechanismen. Hallo zusammen und willkommen zur heutigen Top 10, diesmal mit meinen Top 10 Rollenspiel-Regelmechanismen. Das heißt also konkrete einzelne Regeln. Es geht weder um Settings noch um gesamte Regelwerke, denn bei Settings, also Fluff, wie man auch gerne sagt, steht natürlich was ganz anderes im Vordergrund. Und auch Regelwerke sind nicht ganz das gleiche, denn ob man eine Regel gut findet, heißt noch nicht, dass man diese Regel auch in Kombination mit anderen gut findet und sie funktionieren. Deswegen ich jetzt auch nicht den Anspruch erhebe, dass alle Regeln aus meiner Top 10, wenn man sie zusammennehmen würde, ein gutes Regelsystem ergeben, sondern jeweils für sich betrachtet, funktionieren sie für den Zweck, den sie erfüllen sollen, sehr gut. Auf Platz 10 finden sich modulare Sonderfertigkeiten. Das ist ein Konzept, das gibt es schon relativ lange. Als prominentestes Beispiel hier in Deutschland würde ich da DSA 5 anführen, was es auch sehr gut macht und meiner Ansicht nach auch eine der Stärken eben von DSA 5 ist. Diese Sonderfertigkeiten sind Dinge, die man sich kaufen kann als Spieler, damit der eigene Charakter irgendetwas besser kann, aber man muss nur selbst wissen, wie sie funktionieren. Also es ist nicht so, dass eine Sonderfertigkeit dann irgendwie eine Regelkenntnis oder Regeln voraussetzt für andere Spieler, sondern man ist wirklich nur selbst davon betroffen. Konkretes Beispiel, es gibt die Sonderfertigkeit Athlet und wenn ich diese Sonderfertigkeit habe und dann irgendwie was mache, was athletisch ist, das ist genau festgelegt, irgendwie ziehen, zerren, springen und so weiter und so fort, dann bekomme ich am Ende einen Bonus, um genau zu sein, eine Bonus-Qualitätsstufe. Dafür muss ich als Spielleiter nicht drauf achten. Als Spielleiter frage ich einfach nur, und wie ist deine Probe gelaufen? Und dann sagt er, naja, ich habe Qualitätsstufe 3 oder Qualitätsstufe 4. Und auch als anderer Spieler ist mir das völlig egal. Ich muss natürlich dazu sagen, nicht alle Sonderfertigkeiten aus DSA 5 funktionieren so. Es gibt auch einzelne, die funktionieren genau nicht so. Beispielsweise in Richtung, wenn du diese Sonderfertigkeit nicht hast, bekommst du einen Malus. Und das funktioniert dann natürlich nicht modular, weil dann muss eigentlich jeder, der die Sonderfertigkeit nicht hat, sie kennen, um sie anwenden zu können. Aber es gibt sehr viele und es sind, soweit ich das überblicken kann, auch die meisten, die eben modular funktionieren und dadurch das Spiel sehr um Details erweitern können, ohne gleichzeitig für alle eine Last zu sein. Weil man eben einen Athleten haben kann, der sich mit den Teilen der Regeln sehr gut auskennt, aber der andere, der irgendwie kocht, der muss sich da überhaupt nicht drum kümmern, kann aber dann im Kochen wieder Dinge beherrschen, die der Athlet nicht kennt. Auf Platz 9 geht es um Regeln, die für einen erzählerischen, aber trotzdem noch taktischen Kampf ganz wichtig sind, und zwar Reichweitenbänder. Reichweitenbänder ist ein Konzept, ich weiß gar nicht, ob es das im deutschsprachigen Raum so weit gibt. Also es gibt garantiert in ganz vielen Rollenspielen, aber ich habe jetzt auf die Schnelle kein gutes Beispiel aus dem deutschsprachigen Raum gefunden. Das Beispiel, was ich anführen möchte, ist ein Kickstarter-Rollenspiel, was vor, glaube ich, einem Jahr oder so auf Kickstarter finanziert wurde und Unity heißt. Reichweitenbänder kenne ich persönlich auch vor allem von Unity. Die Idee dabei ist, dass man Abstände in Kämpfen nicht durch konkrete Meter- oder Feet-Zahlen, also konkrete Distanzmessungen ausdrückt, sondern nur durch grobe Bänder, weil es für einen Kampf eben wichtig ist, ob man irgendwie direkt neben jemandem steht, in der Nähe steht, sodass man mit einem Schritt hinkommt, so steht, dass man erstmal eine Runde laufen muss oder so steht, dass man mehrere Runden laufen muss. Es ist für einen Kampf aber meistens nicht so wichtig, ob man jetzt 7 oder 8 Meter von jemandem wegsteht, außer man hat eben detaillierte Regeln, bei denen Waffen genau mit 7 Metern noch treffen, aber mit 8 Metern auf einmal gar nicht mehr treffen können oder sowas, was irgendwie auch nicht unbedingt unrealistisch ist, aber vor allem auch den Kampf komplexer machen kann. Diese Reichweitenbänder vereinfachen das sehr, indem sie einfach sagen, wenn du in der Nähe bist, dann kannst du in einer Runde angreifen, wenn du irgendwie weit weg bist, dann kannst du noch einen Fernkampfangriff machen, wenn du extrem weit weg bist, dann kannst du nichts machen, außer hinlaufen und vielleicht irgendwas rufen. Die Idee dabei sorgt auch dafür, dass man nicht mehr mit vielen Miniaturen auf dem Brett hantieren muss, also gerade bei Kämpfen, die mit Miniaturen oder die mit konkreten Abständen durchgeführt werden, helfen Miniaturen eben sehr, weil man dann genau nachmessen kann, wie weit sind die Leute voneinander entfernt. Wenn man solche Reichweitenbänder hat, dann stellt sich die Frage weniger, weil man meistens schon so grob sagen kann, ja, die stehen schon in der Nähe oder die stehen weit weg und das reicht in solchen Fällen ja auch völlig aus. Anders als Platz 9 hat Platz 8 ein klares deutschsprachiges Regelwerk, an dem man sich orientieren kann, denn die Regel kenne ich persönlich vor allem aus Dungeons & Dragons 5 und die 5. Edition gibt es inzwischen ja auch auf Deutsch. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch heißt, im Englischen nennt sich das Ganze Skill Challenge oder wörtlich übersetzt Fähigkeitsherausforderung. Die Idee dabei ist, dass man, wenn man eine Herausforderung hat, die die Helden überwinden müssen, nicht genau vorgibt, wie sie dies tun, sondern ihnen sagt, beschreibt mir, was ihr machen wollt, welche Fähigkeiten ihr dafür einsetzt und wenn es irgendwie logisch ist, dann könnt ihr darauf würfeln. Ihr müsst am Ende eine bestimmte Anzahl der Proben schaffen und
welche der Proben genau es sind, die ihr schafft, ist eigentlich egal. Konkretes Beispiel, eine Verfolgungsjagd durch die Stadt. Die Helden fetzen hinterher und einer kann natürlich irgendwie als geübter Athlet dann versuchen, möglichst schnell aufzuholen. Aber das ist nicht die einzige Möglichkeit, wie man so eine Verfolgung durchführen kann. Und wenn alle dann sagen, naja, ich laufe halt möglichst schnell und alle würfeln einfach nur auf diese gleiche Fähigkeit, ist es zum einen relativ langweilig von der Beschreibung her und zum anderen auch relativ vorhersehbar, welcher der Helden da eine Chance hat einzuholen, welche Helden von Anfang an sagen können, naja, dann laufe ich erst gar nicht mit. Aber tatsächlich könnte man ja auch bei einer solchen Verfolgungsjagd dann sagen, naja, ich bin zwar nicht der Schnellste, aber ich kenne Menschen sehr gut und ich kann die Person, die da wegläuft, deswegen gut einschätzen. Deswegen gucke ich mir den mal an und überlege, in welche Richtung der wohl laufen wird, um ihm seinen Weg abschneiden zu können. Das heißt also, ich muss gar nicht wirklich schnell laufen, ich muss nur wissen, wo er hinläuft. Und das kann ich beispielsweise über einen Empathiewurf oder sowas abbilden. Eine andere Möglichkeit wäre zu sagen, ich habe keine Ahnung, wer der Typ ist, ich bin auch nicht schnell, aber diese Stadt kenne ich wie meine Westentasche. Das heißt also, ich weiß, welche Abkürzungen ich nehmen kann. Während er also im Zickzack läuft, kann ich eine gerade Linie nach links laufen und am Ende muss er da hinten aus der Straße rauskommen. Auch das wäre eine Möglichkeit, ein anderes Talent einzusetzen. Man könnte irgendwie Häuserwände hochklettern, um Abkürzungen zu bekommen. Man könnte irgendwelche magischen Fähigkeiten einsetzen. Es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten sorgen eben dafür, dass man eine sehr diverse Beschreibung hinbekommt und auf einmal alle Helden an so etwas mitmachen können und nicht nur die, die sozusagen das offensichtlich richtige Talent mitbringen. Auf Platz 7 findet sich etwas, was meiner Ansicht nach das beste Regelelement aus DSA ist, und zwar aus DSA seit DSA 3. Also DSA 2 habe ich leider nie wirklich gespielt, deswegen kann ich das jetzt nicht sagen, wie weit es da auch vertreten ist oder ob es da vor allem auch andere bessere Regelelemente gab. Denn auf diesem Platz findet sich die Astralenergie. Astralenergie, für die, die es nicht kennen, ist ein ganz einfaches Konzept. Man hat einen Pool, da sind halt Astralpunkte drin. Und wenn ich zaubern möchte, dann verbrauchen meine Zauber diesen Pool und brauchen Punkte darauf. Aber dem Pool ist es mehr oder minder egal, was für ein Zauber es gibt. Also der Zauber kann irgendwie mehr oder weniger Astralenergie verbrauchen, aber ich habe nicht einen einzelnen Pool für Heilzauber, einen Pool für Kampfzauber und so weiter, sondern der Pool trifft alles auf einmal. Das hat zur Folge, dass ich als Zauberer sehr frei entscheiden kann, welche Zauber ich einsetze, aber trotzdem beschränkt bin. Wenn ich es zum Beispiel vergleiche mit dem Konzept, was in D&D sehr verbreitet ist, dass man einzelne Zauber vorbereiten muss, habe ich hier deutlich mehr Auswahl. Wenn ich Zauber vorbereiten muss, heißt das nämlich, ich kann im Laufe des Tages nur die Zauber einsetzen, die ich am Morgen vorbereitet habe und auch nur so oft, wie ich sie jeweils vorbereitet habe. Da gibt es ja meistens irgendwie Fähigkeiten, um das ein bisschen abzuschwächen. Aber die Auswahl, die eigentliche entscheidende taktische Auswahl, trifft man damit am Morgen des Tages und nicht in der Situation. Mit der Astralenergie hingegen kann ich die Entscheidung, welche Zauber ich sprechen möchte, jeweils in der Situation treffen und da dann sagen, naja, diesen Zauber finde ich jetzt aber besser als den und kann dadurch durch diesen Pool das Ganze freier entscheiden. Jetzt ist Astralenergie ein relativ enges Konzept. Das, was ich in diesem Punkt ansprechen möchte, ist aber gar nicht so sehr Astralenergie für Zauber im Speziellen, sondern allgemeiner ein Pool, mit dem man sich bedienen kann. Beispiel Unity, das ich ja schon bei den Reichweitenbändern benannt habe, verwendet unterschiedlichste Pools für unterschiedliche Klassen. Es gibt beispielsweise Fury Points für die Berserker, könnte man sagen, also sowas wie Wutpunkte. Und die Fähigkeiten nutzen die, um teilweise Kombos aufzubauen oder ähnliches. Es gibt beispielsweise Fähigkeiten, wenn da der Angriff gelingt, dann kostet die Fähigkeit keine Fury Punkte, sondern man bekommt noch mehr. Und dann gibt es andere Fähigkeiten, da gibt man dann die Fury Punkte wieder aus, um vielleicht besonders viel Schaden zu machen oder so. So oder so hat man mit solchen Pools als Spieler einfach die Möglichkeit, in dem Moment, in dem es relevant ist, Entscheidungen zu treffen. Und das ist ein Konzept, was ich prinzipiell sehr gut finde, weswegen sich auch dieser Regelmechanismus unter meinen Top 10 wiederfindet. Auf Platz 6 findet sich erstmal ein Konzept, das ich aus PBTA kennengelernt habe, also Systemen, die Powered by the Apocalypse Engine sind. Darunter fällt beispielsweise Dungeon World oder in gewisser Hinsicht auch die von mir geschriebenen DSA-Erzählregeln. Und dieses Konzept, das nennt sich Bande. Bande sind kurze Sätze, die beschreiben, wie verschiedene Charaktere oder besser gesagt Spielercharaktere in den meisten Fällen zueinander stehen. Sie beschreiben Hintergrundgeschichte, sie beschreiben konkret, was man voneinander hält und, das ist der wesentliche Aspekt, sie definieren, was ist eigentlich der Grund, warum wir gemeinsam unterwegs sind. Das ist eine Frage, die sich in vielen Gruppen gestellt wird und in ganz vielen meiner Erfahrung nach den meisten, ich würde sogar sagen 80% der Gruppen, gerade wenn es irgendwie um DSA oder andere Fantasy-Systeme geht, ist es so ein bisschen, naja, wir haben uns mal kennengelernt und wir wissen ja als Spieler, dass wir zusammenspielen, also laufen unsere Charaktere auch gemeinsam rum. Aber man hat sich nie so wirklich die Gedanken gemacht,
gibt es eigentlich einen Grund in der Welt, warum die Leute jetzt zusammen sind und warum sollten die sich nicht am Ende des aktuellen Auftrags einfach wieder voneinander verabschieden. Bande lösen das ganz elegant, denn die zwingen einen als Spieler dazu, einmal drüber nachzudenken. Dann könnte man beispielsweise sagen, naja, mein Magier, der ist deswegen mit der Hexe unterwegs, weil er hat so das Gefühl, dass sie irgendwas Magisches an sich hat, er weiß nicht genau, was es ist und will das herausfinden. Oder es könnte bei genau den gleichen Charakteren auch ein völlig anderer Grund sein. Zum Beispiel könnte der Magier und die Hexe gemeinsam aufgewachsen sein in Kindheitstagen und deswegen noch immer miteinander durch die Gegend ziehen. Es kann auch was sehr Persönliches sein, dass beispielsweise der Magier irgendwie in die Hexe verliebt ist, aber es nicht ganz zugeben möchte. Und dadurch, dass man hier eine sehr breite Möglichkeit hat, verschiedene Sachen zu definieren, ergeben sich natürlich auch ganz unterschiedliche Geschichten. Diese Geschichten sorgen gleichzeitig aber dafür, dass man auch einen Blick darauf hält, wie sich diese Beziehungen verändern. Es kann beispielsweise sein, dass man vor einem Abenteuer noch die Beziehung hatte oder die Bande, mein Charakter vertraut deinem Charakter blind, weil er ihn einmal gerettet hat. Während diesem Abenteuer werde ich dann aber auf einmal im Stich gelassen von dir und unsere Bande ändert sich und könnte jetzt beispielsweise lauten, du hast mich im Stich gelassen, ich verstehe nicht warum. Und dann ist auf einmal mein Ziel herauszufinden, warum du mich da im Stich gelassen hast und die Geschichte kommt weiter. Wir haben weiterhin einen Grund, zusammen durch die Gegend zu ziehen. Der Grund hat sich nur geändert. Insgesamt nutze ich deswegen Bande eigentlich immer, wenn ich kann. Also auf Con-Abenteuern sowieso, bei One-Shots immer vorher, um festzulegen, wie Charaktere zusammenhängen, aber auch in längeren Kampagnen, in allen anderen Systemen, um irgendwie sich mal Gedanken darüber zu machen, was haben unsere Charaktere eigentlich miteinander zu tun. Auf Platz 5 meiner Liste findet sich wieder ein Regelmechanismus, den sehr viele aus DSA kennen, auch wenn DSA das Prinzip erst relativ spät aufgenommen hat, nämlich sogenannte Gummipunkte. In DSA heißen die Chips oder Schicksalspunkte. Relativ bekannt sind auch die Fate Points aus Fate, also Fate-Punkte. Es gibt sie aber auch in allen möglichen anderen Systemen. Savage Worlds kennt zum Beispiel auch Bennys. Und sie funktionieren eigentlich immer gleich, sehr ähnlich. Man hat einen sehr begrenzten Vorteil an Punkten und kann den nutzen, um die eigenen Erfolgschancen bei Fähigkeiten zu verbessern. Der wesentliche Punkt und auch so ein bisschen der Unterschied zu der Astralenergie, die wir vorher hatten, ist, dass man wirklich gezielt für einzelne Aktionen es einsetzen kann und dass es aber sehr offen ist. Also ich kann einen Schicksalspunkt beispielsweise sowohl bei einer Reitenprobe als auch beim Fernkampfangriff als auch beim Wirken einer Liturgie einsetzen und in allen Fällen funktioniert es in etwa gleich. Warum mag ich diesen Mechanismus so? Ich persönlich bin, das habt ihr sicher schon aus dem ersten Teil der Liste mitbekommen, ein sehr großer Fan von Spielerentscheidungen. Wenn man als Spieler Entscheidungen treffen kann, die das Spiel beeinflussen und das möglichst auch in der Situation. Und nichts anderes sind Gummipunkte. Gummipunkte erlauben mir als Spieler zu sagen, diese eine Anwendung der Fähigkeit, die ist für mich sehr wichtig, während die andere für mich überhaupt nicht wichtig ist. Deswegen nutze ich bei der einen einen Gummipunkt und bei der anderen nicht. Auf Platz 4 meiner Liste findet sich ein Eintrag, der als einziger auf der ganzen Liste sich nur an Spielleiter richtet. Und jetzt denkt man sich, Moment, Regeln, die nur den Spielleiter betreffen und gar nicht die Spieler, gibt's das? Ergibt das überhaupt Sinn? Ja, gibt es, und zwar die Spielzüge oder Moves aus Dungeon World oder PBTA. Spielzüge sind in der engeren Definition, wie ich sie auch in den DSA-Erzählregeln verwendet habe und die ich auch hier verwenden möchte, Dinge, die der Spielleiter tut, um die Story voranzubringen. Da gibt es auch eine relativ ausführliche Liste, mit der man arbeiten kann. Es gibt Hinweise, wie man es selbst anpassen und erweitern kann. Und am Ende ist es einfach nur ein Konzept, was einem hilft zu überlegen, das, was ich jetzt machen möchte, was gibt es eigentlich an Möglichkeiten, wie kann ich die Geschichte voranbringen? Und manche mögen jetzt sogar sagen, das ist doch eigentlich gar keine Regel, da wird ja auch gar nichts gewürfelt, da gibt es ja keine Zahlen, das ist doch alles nur frei nach Schnauze vom Spielleiter. Aber es ist insofern schon eine Regel, dass es eben ein Korsett ist, in das man als Spielleiter sich hineinzwängen kann, um die eigene kreative Freiheit, also die Kreativität etwas zu begrenzen und damit den kreativen Prozess zu vereinfachen. Denn wir alle wissen, Kreativität funktioniert am besten, wenn man sich irgendwelche künstlichen Grenzen setzt. Und ganz konkret könnte es zum Beispiel so aussehen, dass ich als Spielleiter eine Situation habe, wo jemand durch ein Warenhaus rennt und dann muss ich überlegen, was mache ich denn jetzt? Irgendwie passiert gerade nichts, ich will irgendwie was machen und ich gucke mal durch meine Liste und finde zum Beispiel den Spielzug, zeige ihnen eine drohende Gefahr und dann beschreibe ich, wie oben in dem Warenhaus auf dem obersten Stockwerk ein Schatten durch die Gänge huscht und auf einmal wegrennt, als unten der Held in der Eingangshalle bemerkt wird. Es gibt jede Menge andere Spielzüge. Das Schöne ist an diesem Konzept, dass es einem hilft, sich sehr gut zu orientieren, zu organisieren, sowohl in der Improvisation als auch in der Vorbereitung. Denn man kann dann auch sehr genau überlegen, die Dinge, die ich im Abenteuer darstellen möchte, woran erkenne ich die? Wie kriegt man die Thematik rüber? Wie kriege ich auch das Flavor rüber dieses Settings? Und das lässt sich dann meistens in Spielzügen zusammenfassen, die man irgendwann mal im Laufe des Spiels einfügen möchte.
Damit sind wir bei den Top 3 angekommen und auf dem dritten Platz findet sich mal wieder ein PBTA-Element, nämlich der sogenannte Teilerfolg. Teilerfolge, ich nutze mal kurz die Definition aus den DSA-Erzählregeln, funktionieren wie folgt. Man kann, wenn man einen Wurf macht, drei verschiedene Möglichkeiten haben. Einen Fehlschlag, man hat es einfach nicht geschafft. Ein voller Erfolg, man hat es voll geschafft. Und einen Teilerfolg, man hat es geschafft, aber es passiert irgendetwas Unvorhergesehenes, irgendetwas anderes, Negatives noch dazu. Die konkrete Ausarbeitung könnte zum Beispiel sein, um mein Lieblingsbeispiel zu nehmen, ein Dieb möchte eine Tür öffnen, steht vom Schloss, versucht es zu knacken. Dann könnte sein, der Fehlschlag, die Tür geht nicht auf und er hört eine Wache, die sich nähert. Der volle Erfolg, die Tür geht auf und er kann hindurch. Und der Teilerfolg, die Tür geht auf, aber er hört trotzdem gleichzeitig eine Wache, die sich nähert. In allen Fällen geht die Geschichte irgendwie weiter, aber meiner Ansicht nach ist der Teilerfolg die Situation, wo es am spannendsten wird. Denn beim vollen Erfolg, da hat man es halt geschafft und die Geschichte ist irgendwie um und man muss erstmal wieder extern ein neues Moment einbringen, damit die Szene wieder ins Laufen gerät. Beim Fehlschlag passiert zwar auch was, aber irgendwie ist es demotivierend als Spieler, wenn das, was man machen will, eigentlich nicht passiert, wenn man also eigentlich keinen Einfluss auf die Szene hat. Der Teilerfolg hingegen schafft etwas, was eigentlich für mich der Kern des Rollenspiels ist. Die Spieler lösen ein Problem, aber gleichzeitig taucht das nächste Problem auf und damit kann die Geschichte immer weiterlaufen. Meiner Erfahrung nach basieren eigentlich alle guten und spannenden Szenen auf solchen Arten von Teilerfolgen. Also man braucht irgendwie den Erfolg, um voranzukommen, aber wenn kein neues Hindernis auftaucht, dann ist die Geschichte eben um. Und das Ganze einmal in einen Regelmechanismus zu packen, ist eine sehr, sehr schöne Idee, die eben dafür sorgt, dass man als Spielleiter diesen Fluss der Geschichte viel leichter erzeugen kann. Damit sind wir jetzt auch schon am Ende der PBTA-Sektion angelangt. Also ich habe mitbekommen, da sind viele Regelelemente dabei, die ich aus diesem System sehr mag. Das Folgende gibt es auch in PBTA und ich habe es ehrlich gesagt so richtig bewusst erst, als ich die DSA-Erzählregeln geschrieben habe, für mich entdeckt. Aber zu behaupten, es wäre ein PBTA-Element, wäre ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, denn es ist so universell und es gibt es auch schon so lange, dass es eigentlich in jedem Rollenspiel irgendwo auftaucht. Das sogenannte Du-kannst-Regeln. Namen habe ich gerade selbst erfunden. Was soll das Ganze bedeuten? Das sind Regeln, die einem Spieler erlauben, dass sein Charakter einfach bestimmte Dinge kann. Kein Würfeln, kein manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht, kein naja, es klappt so lange, bis halt der Spielleiter irgendwie einen NSC vorbeischickt, der gut würfelt, sondern einfach du kannst. Konkretes Beispiel aus den DSA-Erzählregeln ist die Fähigkeit Verbergen. Verbergen sagt grob aus, wenn du dich im Dunkeln befindest und nicht bewegst, kannst du nicht entdeckt werden. Das heißt also, du musst weder würfeln, um dich zu verstecken, noch hat irgendeiner, der vorbeikommt, eine Chance, dich zu sehen, falls er nicht irgendeine Lichtquelle mitbringt. Das hat sehr, sehr viele Vorteile. Der erste ist eine große Planbarkeit. Und diese Planbarkeit betrifft zum einen den Spieler. Ich als Spieler weiß genau, ich habe eine Fähigkeit, die ich einsetzen kann und die funktioniert immer und sie funktioniert so. Aber sie betrifft damit auch den Spielleiter, weil als Spielleiter weiß ich auch, naja, solange ich genug dunkle Ecken in den Gängen übrig habe, weiß ich, dass sich dieser Spieler verstecken kann und er wird erfolgreich diesen Charakter spielen können. Das zweite ist, durch dieses sehr Absolute kann man auch Charakterkonzepte sehr konsequent spielen. Es gibt natürlich lustige und irgendwie in dem Sinne unterhaltsame Szenen, wenn der Profi-Einbrecher beim Schleichen durch die Gegend dauernd erwischt wird, weil er Würfelpech hat. Aber so wirklich ein Profi-Einbrecher ist er dann halt nicht. Und das Gefühl, einen Profi-Einbrecher zu spielen, kommt dann nicht rüber. Wenn man aber eine Fähigkeit hat, die einfach da ist und die einfach funktioniert, dann kommt dieses Gefühl sehr wohl rüber. Damit sind wir bei Platz 1 meiner Top 10 angekommen für Regelmechanismen für Rollenspiele und auf Platz 1 findet sich bei mir Belohnung für Nachteile. Das ist ein Konzept, das hat Fate sehr populär gemacht, es wird aber auch andernorts verwendet, allerdings meiner Ansicht nach deutlich zu wenig, weil es ein Konzept ist, was sehr, sehr viele Vorteile hat und sehr einfach umzusetzen ist. Die Idee dabei ist simpel. Wenn mein Charakter einen Nachteil erhält, beispielsweise weil ich Höhenangst habe und deswegen mich nicht traue, eine Treppe nach oben zu steigen, dann bekomme ich dafür einen Vorteil, meistens in Form eines Gummipunkts, die wir schon mal vorher erwähnt hatten, sodass ich in anderen Situationen scheinen kann. Das sorgt dafür, dass ich als Spieler auf einmal Interesse an diesen Nachteilen habe, auch aus einer regeltechnischen Sicht, weil sie für mich keine Nachteile mehr sind, sondern Vorteile. Das heißt, man muss die Nachteile auch nicht mehr mit Punkten versehen, wie früher oder wie in anderen Systemen, bei denen man sagt, naja, wenn du Höhenangst hast, dann bekommst du zusätzlich Abenteuerpunkte, um deinen Helden zu steigern, sondern man kann sogar diese Nachteile zu etwas machen, für das man selbst Punkte ausgibt, weil man eben den Vorteil dadurch bekommt, dass sie aktiviert werden. Man hat dann auch als Spieler auf einmal ein Interesse daran, dass solche Situationen vorkommen, weil man ja dadurch Punkte zurückbekommt. Also hat man auch ein Interesse daran, Nachteile zu wählen, die wirklich in den konkreten Abenteuern vorkommen. Und
Damit wird dieses ganze Spiel mit den Nachteilen ein echter Bestandteil des Spiels und nicht, wie es häufig bei anderen Systemen ist, zu etwas, was man mal aufschreibt, um ein paar Punkte zu bekommen, aber dann am Ende danach nie wieder erwähnt. Das waren meine Top 10 Regelmechanismen für Rollenspiele. Wie immer interessiert mich, welche Regelmechanismen findet ihr am besten und natürlich auch, bei welchen meiner Empfehlungen würdet ihr zustimmen, welche seht ihr anders? Schreibt es in die Kommentare, falls es euch gefallen hat, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns bis bald. Euer Nick Nack.